Servus Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Landwirtschaftssimulator 2017 auf der Südthüringen-Map. Und heute stellt sich uns die Frage, werden wir... Warum leckt das so? Was ist da los? Werden wir Millionär? Werden wir mal sehen in dieser Folge, denke ich. So, jetzt hier. Ja, Palettensammler ist schon wieder voll. So, wir kriegen jetzt mal einiges an Kohle, hoffe ich. Um aus dem Minus rauszukommen. Weil wir brauchen etwas Geld. Da liegt ein Vorfahrtsschild auf der Straßenmitte. Wir brauchen etwas Geld, um uns noch ein paar Trailer zu holen. So, den hier stelle ich jetzt mal da in die Ecke. So sieht, glaube ich, ganz gut aus. Ein bisschen zurück, nicht dass es Kollision gibt mit den anderen Sachen, die wir jetzt gleich kaufen werden. So, 60.000 haben die drei Pakete Wolle gebracht. Nicht so viel. Aber das sollte ausreichend sein. Und wir brauchen jetzt, ich habe es mir auch extra aufgeschrieben, 4 Dollys. Eine wollte ich mir noch kaufen. Und dann 3 noch mieten. 3, 4. Passt. So. Dann gehen wir nämlich schon zum LKW. Der darf nämlich jetzt gleich schon wieder zum Hof fahren. Kann ich eigentlich an die Dolly noch einen Anhänger dranhängen? Nee. So, den LKW lassen wir mal wieder zum Hof fahren. Ich hoffe, dass ich das, was ich vorhabe, alles in die Folge bekomme. Weil es ist schon einiges. Shop, Hof. Jawohl. Abfahrer einstellen, deaktivieren und Tschüssikowski, bis später. So, dann brauchen wir noch 2 Trailer. Hier. Die werden wir auch nur mieten. Anhängerkupplung hinten und Flatbed. Jawohl, mieten. So, jetzt lass mich gerade mal überlegen. Können wir eigentlich den auch schon fertig machen? Hängen wir mal den hier dran. Oh, ich hätte vielleicht den LKW noch da lassen sollen. Das wird jetzt ein bisschen Rangierarbeit. Aber ich glaube, eigentlich müsste man das gut hinbekommen. Designtechnisch sind die Anhänger völlig wurscht, weil die haben wir nur gemietet. Und ich hoffe, der LKW hat gleich den gekauften Dolly mitgenommen. Kommen wir da hin? Ich muss gerade mal lunzen. Nee. Das hat noch nicht hingehauen. Eieiei. Deshalb hätte ich den LKW gebraucht. Aber jetzt müssen wir es halt so hinkriegen. Wir möchten heute einiges verkaufen. Und deshalb brauche ich die ganzen Trailer. So, der hängt dran. So, den hier schicken wir vom Shop zum Sägewerk. Auch zu dir, bis später. So, und dann brauchen wir noch... achso, warte, wir müssen nochmal in den Shop, wir brauchen ja noch einen Trailer.
Machen wir auch hinten auf Flatbed URL. Okay. So, der Johnny hat gleich mal durchdrehende Reifen. So. Ja, der war auf maximale Geschwindigkeit eingestellt. Klar, dass er da dann sehr wahrscheinlich kollidiert. So, mal gucken, ob wir hier zum Shop irgendwie kommen. Hallo? Ja, richtig. So, ab in den Deutz. Ups. Wir werden jetzt den hier, nicht den vorne dranhängen vielleicht. Manchmal klappt das ja. Aber bei dem nicht. Den stellen wir jetzt einfach direkt mal hinter den Auflieger. So müssten wir eigentlich in der Theorie nur vorwärts fahren. Rückwärts natürlich. Muss alles ein bisschen flotter gehen. Sonst kriegt man das nämlich auf jeden Fall nicht hin. Aber ich wollte jetzt auch nicht euch das alles vorenthalten, dass ich die Wolle verkauft habe. Fängt das wieder an. Okay, hängt auch dran. Dann können wir hier auch. Nein. Shop Sägewerk. Einstellen. Und wir können hier den Johnny mal befreien. So. Also, der Phoenix ist ja schon mal da. Ist gut, abfahren lassen. Ich habe übrigens hier hinten jetzt mal nach der letzten Folge unser Equipment ein bisschen aufgereiht. Sieht doch ganz hübsch aus. Irgendwas leckt hier wieder übelst. Meine Herren. Ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ich weiß es wirklich nicht. Weil ich habe eigentlich nur wirklich den LS17 an und das Aufnahmeprogramm. Aber ich habe übelste FPS-Drops. So, und hier steht auch schon, was wir heute verkaufen. Hier steht ein Teil davon. Hier stehen jetzt mal drei Trailer voll mit Paletten. Der Palettenpreis ist im Moment bei 2495, glaube ich. Und deshalb werden wir mal einige verkaufen. Eigentlich wollte ich hier alle aufreihen, alle Trailer, 6 Trailer voll. Wäre schon Hammer gewesen. Wobei ich gar nicht weiß, ob wir wirklich 6 Trailer zusammenbekommen. Aber es könnte passieren. So, jetzt muss ich nur gucken. Wir müssen zum Gemüsehändler. Hier der Preis. Ah, 2462. Im Bauhof, Baumarkt steigt der Preis auch, aber ich wollte jetzt mal endlich vorwärts kommen. Deshalb habe ich mich entschieden, das am Gemüsehändler zu verkaufen. Ja, aber da haben wir keinen Weg.
Deshalb nehmen wir den Schafweg. Der wird wahrscheinlich sowieso in dem Dorf kollidieren, indem wir den Gemüsehändler haben. Zum einen, weil das Gespann hier wirklich ellenlang ist. So, jetzt gucken wir mal, ob es hier wieder leckt. So, Abfahrer einstellen. Ne, im Moment nicht. So, hallo? Ja, der hat sich wieder zusammengefaltet. Passiert hier jedes Mal. Und der andere steckt schon im Verkehr fest. Warum denn das? Ist wohl einer quer auf die Straße gefahren. So, was ihr jetzt zuerst zu Gesicht bekommt, ist... ja, sind ein paar Paletten. Zum einen hier Kartonpaletten auf der rechten Seite. Also Gemüsepaletten. Auf der linken Seite auch. Und dann haben wir hier hinten noch ganz normale Bretterpaletten. So, jetzt muss ich gerade das richtige Ladegut einstellen. Normale Paletten. Und voll machen das Teil hier. Dann andere Trailer noch. Der hat das Richtige drin. Ist aber wohl zu weit weg. Ja, noch ein bisschen zurück. Komm. Unorthodox, aber zielführend. So, das heißt, wir haben 5 Trailer voll mit Paletten. Übrigens, da oben auf dem Dach, ups, zu weit gefahren. Da oben auf dem Dach sitzt eine Bretterpalette, die habe ich da irgendwie, naja, hoch gebackt. Weiß gar nicht, wie das genau ging. Auf jeden Fall kam die am Ende da oben raus. Der ist da, das ist gut. So, jetzt lass mal gerade gucken. Vom Sägewerk haben wir nämlich den Weg zum Gemüsehändler. Aber jetzt machen wir hier automatisch. Wie beim Einfahren machen wir. Wir machen jetzt hier einfach mal 30. Dann machen wir 25. Damit er auch ohne Probleme hier den Weg schafft nach draußen. Mal einen Trailer haben wir ja noch, den wir auffüllen müssen. So, also wir haben 6 Trailer voll mit Paletten. Ich weiß leider nicht genau, was die einzelne Palette, ich glaube, die hat, ich glaube, die einzelne Palette hat 4000 Ladevolumen. Die wäre auch voll, oder der wäre auch voll. Dann schicken wir den Deutz mal an den Hof zurück. Aber vorher gucken wir mal, was hier los ist. Ach, der hängt hier am Schild. Ist ja nicht sehr weit gekommen. Wird so wohl auch nicht weit kommen.
Ja, jetzt kommt noch ein Auto, war ja auch logisch. Dass sie keine Rücksicht nehmen, kennen wir ja schon. Nein, doch keinen Kurs aufzeichnen. Hof. Warte mal. Gucken wir doch gerade mal. Der ist nämlich auf dem Weg. Aber wir haben keinen Hof, kein Sägewerk Hof, glaube ich. So, da kann ich ja das gar nicht auswählen. Menno. Den können wir einfach so weiterfahren lassen. Den Deutz, da wollte ich hin. So, wir gucken mal, dass wir den hier noch zum Hof kriegen. Kann natürlich sein, dass die ganze Geschichte hier ein bisschen laggt. Ja, hier jetzt wirklich. Weil wir so viele loses Gut haben, also Paletten. Dich fahre ich jetzt mal persönlich hin. So weit ist es ja nicht. Durch die Paletten kann das natürlich passieren, weil das den Rechner oder das Spiel dann belastet. Das ist eklig zu fahren. Ich ahne Böses. Ne, wir sind sogar gut rumgekommen. So, wir haben nur noch ungefähr 10 Minuten, um die ganze Geschichte zu verkaufen. Ich vermute, das wird nicht reichen. Daher werde ich den Verkauf starten. Und dann werde ich wahrscheinlich einen Cut setzen. Oh oh. Sorry, 30er Schild. Dann werde ich vermutlich einen Cut setzen. Und dann sehen wir uns am Ende nochmal, wenn ich alle Paletten verkauft habe. Ich hoffe mal, ich habe jetzt keinen Gegenverkehr. Das ist sehr freundlich. Ja, muss ich überhaupt? Ah, halt, hier sind wir ja schon. Ha. Hätte ich ja fast vergessen. So, wir werden jetzt hier einfach mal die Straße etwas blockieren. Ich muss nur gucken, dass ich nicht zu viel blockiere, sonst kriege ich nachher ein Problem mit den KI-Fahrern. So. Ich habe die Erlaubnis von den Nachbarn gekriegt, mir hier Platz zu nehmen. So weit vorne? Ich dachte, das wäre weiter hinten. Gut, dann starten wir mal hier. Die ersten Verkäufe. Den Trailer stelle ich weg. Hier haben wir zum Glück ein bisschen Wiese.
auch mal Platz für einen Trailerpark. Ich stelle den mal noch ein bisschen nach hinten. Irgendwie vermisse ich den John Deere. Ist der so langsam unterwegs? Lassen. Dann fahren wir vom Job zum Hof. Wir gucken mal, wo der John Deere. Ja, der ist unterwegs. Passt also auch. Vielleicht machen wir mal hier rundum leuchten an. Ups, das ist natürlich nicht so gut. Dolly absetzen. Und zwar stellen wir die jetzt gleich hier in die Ecke. Aber schafft er es hier um die Ecke, dann lassen wir den hier stehen, dann wird er nämlich aufgehalten. Wir müssen das hier nämlich gut timen. Sonst kriegen wir nicht den kompletten Palettenpreis, den wir haben wollen. Wenn wir hier natürlich einen Zeitverzug haben. Warte mal, wir drehen glaube ich vorher mal um. Hunderttausend haben wir schon mal mit einer halben Anhängerladung. Zweite Ladung steht da. Ja, festgefahren. Gut, also wie gesagt. Ich werde jetzt hier voll die Paletten abladen und verkaufen, und wenn der Rest ansteht, dann sehen wir uns wieder. Bis gleich. Freunde, willkommen zurück. So, wir haben die Million geknackt. Allerdings muss ich euch gestehen, wir hätten es nicht mit diesen 6 Trailern geschafft. Ich hatte ein bisschen Probleme, deshalb sieht auch da drüben der Trailerplatz ein bisschen ungeordnet aus. Also ich habe gemerkt, es wird knapp. Dann habe ich die letzten 2 Trailer hier abgestellt und bin ganz flott mit dem Johnny, mit unserem John Deere 8350, glaube ich, ist das, nochmal zum Sägewerk und habe nochmal 2 Trailer Paletten geholt. Der letzte Trailer, den haben wir jetzt hier noch drauf. Den werde ich jetzt auch gleich noch abladen. Und den Vorteil, den wir eben jetzt haben, weshalb ich das Ganze mache, ist, wir haben immer noch einen konstanten Preis von 2462 Euro pro Tonne. Oder pro Liter, 1000 Liter. Und deshalb, Leute, wenn ihr Zeug verkauft, dann verkauft es in Massen zu einem guten Preis. Dann habt ihr richtig was davon. So wie jetzt hier. Und zack, da haben wir den letzten Trailer hin. 8 Trailer, Bretterpaletten, sollten auch jetzt mal dann reichen. ich weiß gar nicht, was ich... Ups, achso, warte, ich mach mal hier aus. Bin ein bisschen zu schnell. Ich weiß auch gar nicht, was ich damit überhaupt alles anfangen soll mit der Million.
Es werden am Ende wahrscheinlich 1,2, 1,3 Millionen sein, die ich habe. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich damit machen soll. Damit ich auch eine sinnvolle Verwendung dafür habe. Und ja, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und wenn es euch gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.